Viele Menschen setzen Nachhaltigkeit oft nur mit Recycling gleich und nicht mit Ästhetik. Das Team von BMW i hat von Anfang an überlegt, wie es nachhaltige Premiumqualität für die Kunden im Auto erlebbar macht. Eine Aufgabe für die Nachhaltigkeitsspezialistin Simone Lemper-Kindler. Und ich sage immer, ich habe den schönsten Job der Welt. Wie bei der Auswahl an nachwachsenden Rohstoffen, die den hohen Ansprüchen an ein Automobilinterieur gerecht werden. Beispielsweise bei Türverkleidungen aus Naturfasern. Oder einem im Innenraum verwendeten Leder, das ausschließlich mit Naturstoffen bearbeitet wird. Als Gerbstoff dient dabei ein Extrakt aus Olivenbaumblättern. Selbst der Autoschlüssel ist nachhaltig hergestellt. Das Ausgangsmaterial des neuen Biopolymerschlüssels basiert auf Rizinusöl. Gewonnen aus gepresstem Rizinussamen. Ob Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen oder eine Automobilproduktion, die mit regenerativen Energien betrieben wird. Nachhaltigkeit bei BMW i umfasst die gesamte Wertschöpfungskette. Und sogar auch die Betriebsanleitung ist nachhaltig. Selbstverständlich werden alle verwendeten Materialien streng geprüft. Und auch ausgezeichnet. Wie das Holzfurnier aus offenporigem Eukalyptusholz mit dem FSC-Siegel für Produkte aus ökologischer Forstwirtschaft. Es sind Materialien, die wunderschön im Auto ausschauen. Und so hat Nachhaltigkeit einen riesen Stellenwert. Mit ihren Kollegen sorgt Simone Lemper-Kindler dafür, dass Nachhaltigkeit bei BMW i in allen Bereichen mit Leben erfüllt wird. Das heißt, Nachhaltigkeit gibt mir nicht nur ein positives Gefühl, sondern sieht auch super aus.